Damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elanum zu einem neuen Part Spaß mit Apps. Ja, heute ein Spiel namens Miriam. Ja, schauen wir mal ein bisschen weiter rein. Da gibt es schon die Menüauswahl. Das ist ein Spiel, das so ziemlich in Schwarz-Weiß gehalten ist und ein bisschen Horror-Szenario aufbaut. Es zählt schon zur Horror-Ecke, würde ich sagen. Schauen wir rein. Gucken, wie das Spiel so läuft. Testen wir das Spiel Miriam an. Miriam the Escape. Auf geht's. Oha. Ist das Miriam? Das scheint Miriam zu sein. Oh, eine traurige Miriam. Oh, da müssen wir eine Farbe wählen, oder was? Rot. Ich habe die rote Farbe gewählt. So, und die Steuerung. Wie funktioniert die jetzt? Ah, okay. So hüpft man also. Aber ich würde auch gern wissen, wie man etwas anderes macht, außer. Okay. Hüpfen. Nach rechts. Oder kann ich nur nach links laufen? Anders als wie in Super Mario spielen. Hopp. Versuch's mal. Oh wei. Schon wieder gestorben. Hops. So. Mal die Spielsteuerung rausfinden. So scheinbar nicht. Jump. Okay. Durch das Wasser komme ich auch nicht. Ah, okay. Das ist aber ein bisschen knifflig. Ist aber blöd gemacht. Ich muss hier irgendwie auf Knöpfe drücken, die nicht da sind, die aber rechts angezeigt werden. Okay. Rechts unten sieht er, oder sieht er halt nicht, einen Knopf namens J und einen Knopf namens R. Aber ja, ich muss wohl hier auf der linken Taste die unsichtbaren Knöpfe drücken. Aha. Und hier ist der unsichtbare J-Knopf. Aha. Durch das Licht dürfen wir nicht durch, oder? Das können wir nicht betreten. Nein. Ein Rätselspiel auch irgendwie. Zack. Ah, dann kommen wir jetzt da unten lang, oder? Zur Türe. Sind wir jetzt durchgegangen oder? Nee, noch nicht. Können wir diese Tür irgendwie öffnen? Oder wie sieht's aus? Da werde ich noch nicht ganz schlau aus der Lage. Die Steuerung ist mir noch nicht ganz klar. Und wie man da reinkommt, haben wir einen Schlüssel oder so.
Hüpfknopf. Ich will hinein. Lasst mich da rein. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, wie ich das hier auslösen kann? Wie ich da was wegmachen kann? Schlüssel. Da war ein Schlüssel, aber ich komme nicht dran. Ha. So, Mama, hops. Musik hat das Spiel keine. Ja. Vielleicht müssen wir erstmal wirklich das hier auslösen. Um dann das nächste zu bekommen. Hopp. Kann man das schieben hier? Sieht nach etwas Schiebbarem aus. Ah, sehr gut. Kann man. Da habe ich was betätigt. Sehr gut. Das ist des Rätsels Lösung. So kommen wir weiter. Und den Schlüssel habe ich. Hops. Dann darüber. Ach, verdammt. Da muss ich natürlich aufpassen. Hopp, hier rüber. Schieb. Und den Schlüssel holen. Muss ich schön jumpen hier. Dass ich auch auf dem Rückweg hier wieder rüber komme. Und hoppa. Verdammt. Das war nicht so gut. Das Hüpfen muss ich noch ein bisschen üben. Na komm. Das ist scheinbar die Ziehtaste. Ja, ich meine die Drücktaste. Na dann. Müssen wir noch richtig zurückkommen. So, 1, 2, 3 und hops. Ja, das haben wir geschafft. Und die Tür. Perfekt. Haben wir die erste Hürde geschafft. Level 1, 2. Stage 1, 2. Das zweite Level. Und nun? Ah. Da gibt es eine Sache. Die uns weiterbringt. Oder auch nicht. Schauen wir hier drüben nach. Das Licht verschwindet irgendwann. Aha, aha, aha. Ah, hier ist das Licht aus. Wenn ich da drauf stehe. Aber hier ist es wieder an. Ich bin scheinbar ein lichtscheues Wesen. Werde scheinbar vom Licht ausgelöscht. Tja, Miriam. So schaut's aus. Kann ich das mitnehmen? Das Ding? Kann ich das hier drüben drauf schieben vielleicht? Zack, das ist doch eine Variante. Dann kann ich hier drauf springen. Wenn ich das mal nicht später brauche. Die Miriam, die ist scheinbar ein ziemlich trauriges kleines Mädchen hier. Was deren Geschichte ist, das werden wir wahrscheinlich heute noch nicht erfahren. Das ist hier noch nicht so das Thema. Vielleicht wird es im Laufe des Spiels irgendwie rübergebracht. Aber vorerst hier in den ersten Levels ist das noch nicht so der Fall. Oha, da werden wir fast zerpresst worden. Platt wie eine Presswurst wären wir gewesen. Jetzt geht's hier steil hoch.
das der Schlüssel, den wir brauchen? Geht es den ganzen Weg wieder zurück oder was? Ups, Schlüssel gegrabt. Und weiter geht's. Können wir hier runter hüpfen? Ja, können wir. Sehr gut. Oha, das wollten wir ja nicht. Verdammt, alles wieder von vorne. Mist. Sollten wir also doch zurückgehen. Den Weg, den ganzen Weg von Anfang an. Und jetzt wissen wir es. Hops. Na komm, wir wissen ja, wo es lang geht und was wir machen müssen. Na komm. Wenn ich mich jetzt nur noch ein bisschen eleganter anstellen würde, dann würde es sogar gehen. Hops, darüber. Hinauf. Und hops. Ach, verdammt. Was tust du denn? Mädel, was tust du hier? Ach, verdammt. Verdammt, ich krieg das hier nicht mehr hin. Mir gefällt diese Grafik hier, wie das hier gestaltet ist, das Spiel. Dieses krisselige Grau. Ja, gefällt mir diese Atmosphäre. Kann man mal spielen. Dran vorbei, bevor wir zerknetscht werden. Den Schlüssel nochmal holen. Hops. Miriam holt sich den Schlüssel. Ha. Und schnell hindurch. Ja. Hinunter. Und vielleicht können wir dann so hier. Ja, können wir. Sehr gut, haben wir gleich das zweite Level geschafft. Bist du nicht die Tür? Oh Mann. Das ist jetzt ganz blöd. Da muss ja auch ein Dingens drauf. Kann sein, dass der hier das Licht da oben ausschaltet. Das kann sein. Aber den können wir nicht mitnehmen, oder? Können wir nicht mit nach oben. Verdammt. Gibt es eine Lösung, wie wir den Kasten hier mit nach oben nehmen können? Schlüssel habe ich aber. Ah, sehr gut. So geht's also weiter. Die Lichter sind jetzt alle aus. Strom abgestellt. So geht's natürlich auch. Zack. Na komm, drauf da. Und hoch. Hinauf. Immer hoch, hinaus. Und hoch, hinauf. Also über die Hängebrücke. Und dann muss doch schon gleich die Tür da sein. Ja, nice. Haben wir's. Level 2 gelöst. Und das ist schon Level 3. Das lassen wir jetzt mal bleiben. Ja, ich würde sagen, das reicht für den ersten Eindruck hier von dem Spiel. Miriam. Den ersten Eindruck haben wir gewonnen. Jetzt kann man natürlich noch Level 4 und Level 5 und Level 6 und weiteren Levels durchspielen. Stage 2 gibt es dann sogar. Wahrscheinlich auch eine Stage 3. Ja, Stage 3. Und so weiter und so fort gibt es noch einige Levels, die man so spielen kann. Aber das soll es jetzt erstmal für heute gewesen sein. Ein Däumchen nach oben, sollte euch dieses Let's Test gefallen haben und die Story von Miriam und ja, dieses App-Spiel. Chapter 4 haben wir jetzt hier schon.
das Chapter 1. 4 Kapitel gibt es also und ja. Super. Mir gefällt's. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Man sieht sich. Bis dann, haut da rein. Ciao, ciao.